Jo, wieder da. Und Demolition Racing ist das nächste Thema. Hau ab. Mit dem scheiß Limit. A, B, C. Ich nehme meinen Matt Digger. Truppen des Verderbens. Na dann, let's go. Die Frage ist, ob das jetzt ein Rennen ist oder ob das jetzt tatsächlich ein ob das jetzt tatsächlich einfach auf die Fresse drauf. Naja, gucken wir uns einfach an. Werden Sie relativ zügig erfahren. Ist das ein Turnier? Aha, okay. Also, es ist ein Rennen. Okay, egal, kriegen wir schon irgendwie hin. Also, es geht wieder darum, um die ersten 12, 13, 13, 12 sind es wahrscheinlich meistens. Also nicht um irgendwelche Mega-Punkte, sondern. Natürlich hauen die sich halt auch die KI so ein bisschen selber auf die Fresse, weil ich nachher sogar das Zielschild habe. Und wir gehen in unserer ersten Runde in Führung. Oder beziehungsweise als erster das Ziel in der ersten Runde. So ist es richtig. Den Kollegen da vorne muss ich mir holen, der hat nämlich natürlich jetzt den Vorteil, dass er jetzt in Führung gehen kann in der letzten Runde. Aber was wird seine Konkurrenz da hinten machen? Die gehen auf ihn erstmal. Mich haben sie jetzt erstmal in Ruhe gelassen. Oh nein. Ich werde Zweiter. Ach, Mann! Weil ich mir ein Auto auf die Seite gelegt habe, ich den nicht mehr gekriegt habe. Egal, weiter geht's. So, Halbfinale. Da wollen wir heute hin. Wir haben ja ein kleines Turnier. Das ist das, was wir auch heute sehen. Da kann man mich perfekt am Morgen mit dem neuen, mit der neuen Session beginnen. Und da müssen wir mal gucken, was wir machen, weil, ne? Wie viel heißt das? Was machen wir als nächstes? Aber ich glaube, dann haben wir mal kein Rennspiel, dann machen wir nämlich was anderes. Den check ich mal kurz aus, weil der weg ist. Auch hier nur drei Runden. Aber ganz komische Sichtverhältnisse gerade. So, Runde 2. Ja, ich denke, dann machen wir was anderes danach. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja noch so ein paar Sachen auf der Platte. Mal ein bisschen weg von Rennen spielen. Ich weiß noch nicht, welchen. Was wir wieder dann mal spielen. Gucken.
Oh nein. Ja, momentan führen wir noch. Wir sind jetzt Richtung Finale dann unterwegs. Also das ist ja hier bald Finale. Und da sollten wir tun, nicht in der richtigen Hälfte bleiben. Wir gehen jetzt als Führender in die letzte Runde. Das hört sich ziemlich komisch an. Komm. Aber da war irgendwo ein Auto unter mir. So, und auf jeden Fall gehen wir als Erster ins Finale. So. Letzte Rennen. So, die 500 Schaden haben wir erreicht. Und die 50 Meter Vorsprung haben wir gewonnen. Gut, weil wir zweite Rennen relativ deutlich gewonnen haben. Jetzt hier ins entscheidende Finale. Hier sind schon 6 Runden und nicht nur 3. Und hier sollten wir Tunis gewinnen. So, mein Freund, dann wirst du jetzt also quasi so ein Jäger, nachdem wir da den Fehler gemacht haben. Ja, zum Gejagten, Entschuldigung, natürlich. Ah, ernsthaft, Geschwindigkeit zu hoch. Jetzt fühlt mir da vorne einer, den ich nicht weggequetscht bekomme. Ich meine, es sind noch 4 Runden. Es ist noch nicht 0,0 entschieden. Na, weg da. Jetzt hat er selber einen Fehler eingebaut. Den Fehler, den ich vorher hatte. Damit gehen wir erstmal wieder in Führung. Wir sind jetzt in der dritten Runde. Runde 4. Das Ding wollen wir natürlich heute hier nach Hause holen. Vor uns ist der Metal Screamer. Als überrundetes Auto. Oh, das ist ein Feind. Das ist ein. Das ist ein Fahrzeug. Oh, yay, der hat ja. Der möchte gerne gegen uns ran. Das ist ein Auto, was auf jeden Fall. Tschüss. Da habe ich ihn einmal kurz weggehauen. Und jetzt gehen wir in die letzte Runde hier.
Gut, da sind natürlich ein paar Leute jetzt, die überrundet sind, die noch ein bisschen erdrunnen wollen. Aktuell folgt man einfach so um die 10 Sekunden. Also von daher, jetzt ist mir gerade herzlich egal. Fakt ist, dass wir dieses Turnier hier gewonnen haben. Und jetzt wird's im Finale dann durch. Das war erstmal das Wichtigste. So. Gut, dann haben wir's. Dann sind wir gerade durch mit diesen, mit den internationalen Profi irgendwas da. Ich glaube, das denke ich mal, das können wir hin. Ich glaube, dann haben wir sie auch alle. Ich glaube, es würde mich schwer wundern, wenn es nicht so wäre. Gut, dann war's das für heute mit Wreckfest. Und wir machen weiter nächste Woche. Nicht nächste Woche. Mit dem Finale dann gegen. Ja, hier mit dem Finale auf jeden Fall bei den Worldmasters. Bis dann, ciao.